Sie kamen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz nach Bad Krozingen. 500 Reiter und ihre Pferde waren beim Vita Classica Reitturnier im Kurpark zu Gast. Geprüft wurden die Pferde und ihre Reiter in den Springklassen E bis S. In der Klasse S, der schwierigsten Klasse, sprangen die Teilnehmer über Hindernisse von bis zu 1,50 Meter Höhe. Der Reiterverein St. Georg hat das Turnier organisiert. Vorsitzender Wolfgang Siller freute sich, mit dem Park einen attraktiven Turnierplatz mit altem Baumbestand nutzen zu dürfen. Das Reitturnier in Bad Krozingen besteht auf diesem Platz seit ca. 40 Jahren. Wir sind ebenfalls in der glücklichen Lage, von der Stadt Bad Krozingen und von Vita Classica, also von der QMB-Verwaltung, unterstützt zu werden. Und das ermöglicht uns, das heißt dem Verein, Reitverein St. Georg Bad Krozingen, dieses Turnier in dieser Größe, vor allen Dingen jetzt auch mit dieser internationalen Höhe, zu veranstalten. Das Besondere des Turniers liegt wohl in den Anforderungen des Parcours, unter anderem an den Parcoursbauern und unter anderem an den Richtern, die wir hier über diese 3 Tage beherbergen. Das sind eigentlich alles internationale Richter und Parcoursbauer. Der Gewinner des großen Preises der Stadt Bad Krozingen heißt Hans-Dieter Dreher. Er ist regional und mittlerweile jetzt auch bundesweit bekannt. Er reitet jetzt auch für den Bundeskader in Deutschland, befindet sich jetzt auch schon wieder auf der Reise Richtung Rio de Janeiro. Dreher absolvierte den Parcours auf Alfredo Tucci in 34,38 Sekunden.